bin Nadine Schalala und ich bin an der MAB für den Bereich strategische Partnerschaften und Fundraising und Alumni-Arbeit zuständig. Über die Studiengebühren hinaus gibt es bei uns das Deutschlandstipendium und das MAB-Stipendium. Und das sind zwei Stipendien, die so ein bisschen auch die Lebenshaltungskosten mitfinanzieren. Und das Deutschlandstipendium, das ist vom Bund aufgelegt und da gibt es Kriterien. Das ist ein leistungsorientiertes Stipendium. Und der Leistungsbegriff an sich wird aber relativ weit gefasst. Das heißt, es geht um Studienleistung, aber auch um Engagement, um Hürden im Lebenslauf, um, ja, kommt man aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, solche Sachen. Also hatte man vielleicht vor dem Studium oder auch während des Studiums bestimmte Hürden zu überwinden. Und das zweite, das MAB-Stipendium, ist tatsächlich, da spielt Leistung an sich erstmal keine Rolle, sondern da geht es wirklich darum, Studierende zu unterstützen, die ja auch Hürden zu überwinden haben, die vielleicht ein Kind versorgen, die Eltern zu pflegen haben. Und das soll so ein bisschen helfen, ja, das Studium so ein bisschen leichter zu machen. Also wobei das Schöne ist, wenn jemand das Stipendium bekommt, er oder sie kann ja damit machen oder finanzieren, was er oder sie möchte. Als ich die Mail geöffnet habe, wo drin stand, dass ich das Stipendium bekomme, saß ich auf dem Sofa mit meinem Kind und meiner besten Freundin. Und das war tatsächlich, ich habe die gelesen und mir sind erstmal die Tränen geflossen. Und sie war ganz, also meine Freundin war ganz so, warum weißt du denn jetzt? Und dann habe ich ihr erst die Mail gezeigt, weil sie auch wusste, dass ich mich darauf beworben habe. Und das ist einfach, ja, für mich viel Entlastung bringen wird. Wir können so uns halt einen Babysitter finanzieren, weil oft muss man um 8 oder teilweise auch um 7 schon in der Klinik sein oder auch in der Uni, manchmal sehr früh oder sehr lange bis in den Abendstunden bis 18 Uhr, und das kriegt man mit einer Kita gar nicht abgedeckt. Ich bin Anna, ich bin jetzt fast 30 Jahre alt im August. Und ich studiere im 7. Semester Medizin an der MHB mit tatsächlich kleiner Begleitung. Mein Kind ist jetzt 4, das war zu Studienbeginn 1 Jahr alt. Mein Name ist Julian Brederhorst, ich bin Medizinstudent im derzeit 7. Semester an der MHB und habe im April 2019 hier angefangen zu studieren. Ich wusste, dass es relativ schwierig ist oder die Chancen schlechter stehen, zweimal in Folge das Stipendium zu bekommen. Und da war natürlich erstmal so ein gewisses surreales Gefühl, als man die Mail dann gelesen hat. Und bei der zweiten Bewerbung habe ich mich, glaube ich, auch nochmal andere Aspekte in den Fokus gerückt, warum ich dieses Stipendium gerne haben möchte und warum ich mich auch dafür qualifiziere. Und wichtig auch, was ich in dem letzten Jahr der Förderung quasi aufgebaut habe, um dies mit in eine Zweitjahresförderung zu bringen. Svea Christina Hörold, bitte. Ich glaube, im ersten Moment war ich verwundert darüber. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eins kriege. Es war eher so eine, ja, man könnte sich mal bewerben, vielleicht klappt es. Und dann habe ich mich riesig gefreut. Ich bin Svea Hörold, bin 29 Jahre alt und Medizinstudentin an der MHB. Ich bin examinierte Krankenschwester und arbeite seit 2016 auf einer onkologischen, neurologischen Station. Also einerseits dadurch, dass ich ja noch arbeite nebenher, hat es vor allen Dingen bewirkt, dass ich weniger Dienste mache und dadurch mehr freie Zeit habe für mein Ehrenamt. Und aber auch dadurch, dass ich Legastheniker bin, studiere ich halt mit einer Beeinträchtigung, dann auch mehr Zeit habe fürs Studium und die Inhalte zu erarbeiten. Wenige haben damit gerechnet, dass ich ein Abitur mache. Dann war das so die erste Hürde. Dann habe ich keinen Nachteilsausgleich da bekommen und entsprechend einen schlechteren NC. Dann hat es an den staatlichen nicht geklappt. Also das waren immer wieder Hürden, die ich da nehmen musste, überhaupt zum Studium zu kommen. Und jetzt auch irgendwie dann noch, ja, auch so ein bisschen vielleicht deswegen eine Unterstützung zu haben, ein Stipendium zu haben, fühlt sich irgendwie schon auch das erste Mal so ein bisschen auch nach einer äußeren Bestätigung dafür an. Mein Name ist Lamine Jalili. Ich studiere im 5. Semester Medizin an der Medizinischen Hochschule Brandenburg und komme ursprünglich aus Cottbus, habe vorher eine Ausbildung gemacht zum operationstechnischen Assistenten in Düsseldorf und bin dann über eine etwas längere Reise dann wieder hierher gekommen, nach Brandenburg zurück. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe diese Bewerbung abgeschickt, dachte so, ja, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren in dem Sinne, und war dann umso mehr erfreut darüber, dass ich dann die Zusage dafür bekommen habe. Im Studium selbst halt mehr Möglichkeiten und Freiheiten zu haben, sich zu engagieren. Zum Beispiel, ich bin Ultraschall-Tutor
und kann da jetzt auch mehr Zeit investieren. Ich spare auf meine Hochzeit und da lege ich einiges Geld von dem Stipendium an. Dass wir durch die Kliniktage immer in den Klinikalltag schon von Anfang an eingebunden waren. Erlebt sich dann ein bisschen praktischer einfach, im Gegensatz dazu, dass wenn man komplette Fächer hätte. Für mich macht das Studium an der MHB vor allem besonders, dass wir einen sehr engen Draht zueinander haben im Semester, da die Studierendenzahlen eher klein sind. Dann war die Frage, versuche ich wirklich jetzt den Traum hier an der MHB zu erfüllen, und den Schritt habe ich dann gewagt.